Mein Name ist Olga, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Monique GmbH. Und ich möchte euch auch einen kurzen Status geben, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wir sind gestern vor 2 Jahren online gegangen und in der Zeit sind viele spannende Dinge passiert, eine sehr aufregende Reise und die Erfahrungen möchte ich mit euch teilen. So, wer ist erstmal Amonique und was machen wir? Das ist unsere Startseite, sieht aus wie ein gewöhnlicher Online-Juwelier auf dem ersten Blick. Das ist auch so gewollt. Auf dem zweiten Blick sieht man, dass man jedes Produkt dort selbst gestalten kann. Das heißt, dass man sich einen ganz normalen jetzt Ring aussucht und dann es individualisieren kann in Bezug auf Edelmetall, Edelsteine, Gravur wählen kann, das Etui noch mit einer persönlichen Botschaft versehen kann. Genau, und all diese Dinge. Auf dem ersten Blick, wie gesagt, ein Online-Juwelier. Auf dem zweiten Blick basiert das alles auf CAD-Daten. Das heißt, wir haben physisch keine Produkte auf Lager, sondern wir verkaufen im Prinzip virtuelle Produkte. Das heißt, von diesen ganzen Schmuckstücken gibt es CAD-Daten und dann gibt es einen sehr innovativen Produktionsprozess, der dahinter steht mit 3D-Druck und so weiter und modernen Gießverfahren und alles in Deutschland produziert. So, das ist so ein bisschen kurz dazu. Also man wählt sich quasi durch so einen Konfigurator und hat dann am Ende sein Schmuckstück zusammen konfiguriert. Was ist in den letzten 2 Jahren passiert? Wir haben über 300 Produkte online, die individualisiert werden können. Wir haben natürlich auch ganz viele Features online gebracht, wie zum Beispiel 3D-Animationen, dass man jetzt Schmuckstücke von allen Richtungen sich angucken kann. Wir hatten letztes Jahr ein wahnsinnig tolles Weihnachtsgeschäft, was über unseren Erwartungen lag. Also wir haben festgestellt, dass wir an Weihnachten einfach dreimal mehr verkaufen als einen normalen Monat. Und das ist natürlich eine schöne Vorfreude auf die nächsten 2 Monate. Wir haben uns auch ein Investment geholt von jemandem, der super zu uns passt, der im Geschenkbereich ist, denn wir haben festgestellt, wir sind eigentlich im Geschenkumfeld und dadurch haben wir auch Retourenquoten von unter 5%. Und der Investor ist eben sehr bekannt in der Geschenkbranche. Weitere Plattformen sind dazugekommen. Auch eine Feststellung war für uns, dass Amazon ein wahnsinnig toller Kanal ist und dort anscheinend noch nicht so viele Leute das Ganze so ein bisschen aus SEO-Gesichtspunkten betrachten. Da sind wir sehr stark jetzt damit beschäftigt. Das sind weitere Plattformen, Danato und so weiter. Vieles im Geschenkbereich dazugekommen. Wir haben viele Kooperationen, die wir auch machen. Eine Kooperation zum Beispiel nächste Woche mit einer Golfzeitschrift. Wir kreieren einfach eine Golfkollektion für die Reichen. Das Gute dabei ist, wir müssen es natürlich nicht vorproduzieren, sondern können einfach teure Produkte anbieten und ohne uns ein Lager aufzubauen. SEO-Traffic bisher verdreifacht und PR ist ein ganz wichtiges Thema. Also ich meine, wenn man ganz wenig Mittel zur Verfügung hat und versucht, so effektiv wie möglich da weiterzukommen, dann ist es wichtig, dass man schöne Ideen sich überlegt, die vielleicht auch mal viele Backlinks bringen. Zwei Beispiele: Wir haben einen 2,5 Millionen Euro Ring auf dem Markt gebracht, den wir natürlich so nicht produziert haben. Wahnsinnig viele Backlinks, Zeitschriften und Zeitungen haben darüber berichtet. Und jetzt aktuell haben wir eine Verlobungsringstudie gemacht. Wir haben Frauen befragt, welche Ringe sie als Verlobungsring geschenkt bekommen haben und welche sie sich tatsächlich gewünscht hätten. Also da gibt es eine kleine Diskrepanz. Also was hätte auch anderes rauskommen sollen? Die Frauen wünschen sich den dicken, fetten Brilli mit aus Edelmetall, Weißgold und die Männer verschenken dann oft den Silberring mit Zirkonia. Also Pressemitteilung seit dieser Woche online, wer darüber schreiben möchte, sehr gerne. Wir haben endlich uns einen 3D-Drucker zugelegt, der unseren Anforderungen genügt. Das heißt, wir können jetzt ja viele tolle neue Dinge machen, unser Konzept nochmal daraufhin ausbauen, tolle Geschichte und jetzt aktuell alle Kräfte auf Weihnachtsgeschäft fokussiert. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank.